So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Was ist hier los? Ha, Copacabra, hier steckst du also. Ha, dies ist Schmiedrichs Festung. Unbefugten ist der Zutritt untersagt. Was? Der will gegen uns kämpfen? Kabum. Der kann doch nicht so stark sein, oder? Er ist doch stark. Er ist doch stark. Wir brauchen definitiv Peach hier mit Gruppenknuddeln. Oh, und wir haben keine Blumenpunkte mehr. Ich glaube, ich muss hier erstmal auf Blumenpunkte gehen. So. Bitte was? Oh, ein Drache. Der steht nur noch hinter dem. Okay, die neue Waffe ist richtig gut. Okay, das macht uns nicht wirklich viel Damage. Okay. Krabum. Explosion. 116. Heilung auf Mario, ganz klar. Jawohl, wir haben besiegt. Oh, Mello dürfte jetzt Level Up sein. Sehr gut. Der kleine Mello, Level 23. Ich gebe ihm noch ein bisschen mehr Abwehr. Oh, er hat eine andere Farbe. Copacabra! Ha, huh, wo bin ich? Bowser, eure Grantigkeit. Schön, euch zu sehen. Wie geht's? Habe es irgendwie hierher zurückgeschafft. Doch irgendwas muss mich hypnotisiert haben. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, hast du nicht. Und schwamm drüber. Und überhaupt, ich bin heilfroh, endlich einen Schergen zu treffen, der mir noch treu ist. Ich bin ebenso erfreut, Meister. Wobei ihr in der Zwischenzeit tüchtige Schergen gefunden zu haben scheint. Doch meine Magie hilft euch in jedem Fall weiter, egal wie stark eure neuen Mitstreiter sind. Schaut her! Ah, Mini Money Münzsegen! Oh, cool! Dieser magischen Schatztruhe gehen niemals die Münzen aus. Stoßt also kräftig dagegen, so viel ihr wollt. Ich werde hier sein, falls ihr mich braucht. Kommt zu mir, falls ihr frische Kraftpunkte oder Magie auf... Ja, brauchen wir. Okay. Ist das relevant, wie oft wir hier dagegen springen? Weil wir es am Ende eh nicht mitnehmen können? 3.304 Münzen. Ist das dein Ernst? Eine Folge lang Münzen springen? Ich weiß nicht, ob wir... Gehen nie die Münzen aus. Es gibt halt immer nur eine Münze. Ich könnte jetzt hier tausendmal dagegen springen und könnte uns abertausende Münzen holen. Ihr habt aber vermutlich wirklich recht. Das ist hier... Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann... Irgendwann doch alle ist. Aber ich glaube fast, er hat wirklich recht und... Wir rasseln hier oben umsonst die ganze Zeit dagegen. Okay, 1, 2, 3... 3.400 Münzen haben wir.
Okay, es geht nicht zurück. Es gibt immer noch Münzen. Das ist einfach eine coole Truhe. Ich mag einfach gar nicht mehr weg von dieser Truhe. Okay, welche Tür nehmen wir denn jetzt? Die oder die? Erstmal die, die nicht leuchtet. Hey! Oh, Junge, ihr seid ja immer noch hier. Wollt ihr paar... Ich sag's ja, ohne mich würdet ihr Gestalten ganz schön alt aussehen. Aber ich bin viel beschäftiger Kroko, also naja, werden wir uns ab jetzt nicht mehr treffen. Weiter in diese Festung treiben mich auch keine 10 Belmonts. Okay, kauft lieber jetzt. Belloms. Junge! Okay, kaufen. Was hat er? Medium-Pilz? Wir können ja einfach alles kaufen. Oh! Heldenlatzhose. Prinzenhose plus 33 Abwehr. Das Kleid. Ich glaube, ich nehme das, oder? Mit der 33 Abwehr. Magiestärke minus 10, Angriff minus 10. Sternencape. Abosa kriegt das nicht. Okay. Viel Glück, meine Freunde. Okay. Wir holen uns hier wieder Münzen. Brauchen keine mehr. Oh, wir können hier wieder zurück. Okay, wir hätten wieder zurückgekonnt. Okay. Autsch. Ich wollte springen, ging aber nicht. Maxi-Kanone. Okay, dann müssen wir so angreifen. Daneben. Wechseln wir wieder auf Mellow hier. Die machen echt schon nicht mehr ganz so guten Damage. Okay, so. 24. Peach und Geno werden vielleicht nochmal Level up. Verdammt. Starker Feind. Autsch. Ich hoffe, der greift nicht Mellow an. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Wir machen nicht viel Schaden bei der Maxi-Kanone. Ha, geblockt. Der war gut. Okay, haben wir auch wieder geblockt. Verdammt, oh, Rosa hat überlebt mit einem KP. Aber jetzt müssen wir es doch schaffen, oder? Immer noch nicht. Okay, Mellow wurde besiegt. Aber okay, das war's mit der Kanone. Die war echt stark. Da brauchen wir auf jeden Fall Heilung.
Verdammt, nochmal. Aber diesmal kein starker Feind. Wir greifen den anderen mal nicht an. Ah doch, jetzt hat er Damage bekommen. So, er ist wieder bei Sinn. Aber das ist zu spät. Oder? Ja. Okay, das war einfach. Einfach durchgelaufen. Oh, sind wir im Thronsaal? Was ist hier los? Da oben. Wer ist das? So, du musst der berüchtigte Mario sein. Keine schlechte Leistung, es bis hierher zu schaffen. Oh, hätte ich dir nie zugetraut. Na dann. Hier waren wir ja ganz am Anfang schon mal und haben wir gegen Bowser gekämpft. Und jetzt sind wir wieder hier auf diesen Leuchtern. Oh, was für ein lebhaftes Kerlchen du doch bist. Ah, doch, hier ist Schluss für dich. Nun bekommst du es mit mir zu tun. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, du Blechbüchse. Shurai, okay. Ah, wir können den Leuchter nicht angreifen hier diesmal. Okay, wir machen... Okay, 100 Schaden. Schneesturm können wir nicht abwehren. Ich glaube, wir brauchen Peach hier wieder. Ein Damage. Okay, ein Damage ist verkraftbar. Dann hauen wir einfach weiter drauf. Sechster Combo. Der macht natürlich immer unsere Combo zunichte, wenn wir das nicht blocken. Aber ich glaube, den schaffen wir. Bis jetzt hat er noch nichts Tolles gemacht. Ich bin am Überlegen, wir könnten natürlich auch einfach mal hier aufs Ganze gehen. Clown-Kutschenknaller, let's go. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. So, die große Kanone ausgepackt. Das nutzen wir viel zu selten und es lädt sich doch schon relativ schnell wieder auf. 428, sehr, sehr gut. Okay, das macht nicht viel Damage. So. Oh, haben wir geblockt? Oh, unmöglich. Oh, die wollen mich besiegen? Das werde ich nicht zulassen. Ich werde triumphieren. Aber haben wir ihn jetzt besiegt? Oh, Keuch, Hust. Röchel. Oh, ein Hustenanfall. Oh, ich brauche dein Mitleid nicht. Oh, ich bin ein Krieger. Ich bin bereit. Ha, oh, Knetterhilch. Hau ruck. Oh. Auf Nimmerwiedersehen. Shurai, armer Meister Shurai. Oh, doch keine Sorge. Diesen Fall übersteht ihr locker. Wir auch? Also dann, Mario. Ich werde euch ganz nach oben bringen. Beeilung, Beeilung. Alle festhalten, klar? Und Abfahrt. Es geht hoch. Einmal noch eine kleine Party feiern. Ach, wie cool. Okay. Geht's jetzt schon nach oben zu dem Schwert? Langsam kommt Musik ins Spiel. Und schneller. Schneller? Oh, schneller. Sehr geil. Noch schneller? Geht's noch schneller? Oder... Wie sieht's aus?
Nächster Halt, Chefetage. Und bisschen die Gurte und... Ah ja, stimmt ja. Wir haben ja gar keine Gurte. Okay. Da waren wir oben angekommen, 19 Erfahrungspunkte. Oh, es hat nicht für Level Up gereicht. Ich müsste eigentlich nochmal... Haben wir jetzt ein Leben auf Mello? Oh. Rechtes Auge ist link. Okay, wir sind voll. Sehr gut. Sternenstampfer, würde ich sagen. Probieren wir aus. Weil es so viele sind. Oh, das ist gut. Ein Damage. Den können wir nicht abwehren. Wir brauchen definitiv Peach, denke ich mal. Okay. Bowsers ultimative Waffe. Perfekt. Und hier machen wir auch einen Ultrafeuerball. Boah, anfällig. Schutz wurde aufgehoben. Und hier wechseln wir jetzt auf Peach. Und die kann Gruppenknuddeln machen. Das können wir nicht abwehren. Gut, dass wir uns geheilt haben. Okay, wir haben nur noch den Mund und oben. Sehr gut. Das klappt gut. Den Mund haben wir auch besiegt. So, Gruppenknuddeln. Nur noch oben. 190. Attacke. Giftspeichel. Okay, Giftspeichel nicht so schlimm. Was? Ist das Auge wieder ganz? Oh, das Auge ist wieder ganz. Dunkler Stern. Bitte was? Ah, die Augen schützen den. Ich glaube, wir machen hier nochmal Gruppenknuddeln. Sehr gut. Okay. Attacke. Ah, nicht ganz geschafft. Okay, wir brauchen definitiv hier wieder neue Blumenpunkte. Okay. Oh nein. Daneben. Oh, haben wir Glück gehabt. Was können wir denn hier machen? Okay, wiederholt. Perfekt. Sehr gut. Okay. Muss doch bald rum sein hier mit den Augen. Techniken. Machen wir hier nochmal. Perfekt. Okay, die Augen sind hinüber. Er hat keinen Schutz mehr. Ultrafeuerball. Ab geht's. 108. Peach schläft. Okay, dann wechseln wir auf Geno. Und machen hier nochmal die Nova. Wir ballern alles rein, was wir haben hier in das Schwert. Okay, wir müssen noch den Mund angreifen. Okay, Mund haben wir auch. Und jetzt können wir oben draufkloppen. ...172. Starke Sache. Okay, da haben wir den... Oh, das Auge ist wieder. Wir müssen wieder aufs Auge gehen.
Ich glaube, wir müssen hier wieder wechseln, dass wir wieder Peach haben. Die schläft zwar, aber die wacht auch wieder auf. Oh, Vogelscheuche. Erdkracher. Wir brauchen neue Blumenpunkte. Und Peach muss aufwachen. Das ist nicht so gut gerade. Ach so, der kann nicht. Verdammt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, glaube ich. Wobei, haben wir... Das ist gut, das brauchen wir. Okay. Attacke. Perfekt. Okay. Schutz wurde aufgehoben. Ultrafeuerball nach oben natürlich. Perfekt. So. Oh, was ist das? Er saugt uns ein? Gewonnen! Jawohl, Mario hat noch einen neuen Level erreicht. Sehr schön. 28. Okay, wir gehen weiter hier auf Angriff. Geno gehen wir auch auf Angriff, glaube ich. Jetzt gegen Ende brauchen wir so viel Angriff und Verteidigung wie möglich, denke ich. Peach, 24. Wo geht's hin? Was ist das für ein Strudel? In welche Dimension kommen wir jetzt? Waffenwelt. Wo sind wir hier? Exor scheint eine Art Verbindung zwischen zwei Welten darzustellen. Oh, und das bedeutet, dass wir nur diesem Pfad folgen müssen, um Schmiedrich zu finden. Lass uns los! Oh, schön langsam, klar? Was ist denn los, Bowser? Oh, ich bin nur mit euch Lumpen mitgezogen, um meine Festung zurückzukriegen. Der Rest ist mir eigentlich egal. Oh, eure blöde Sternstück-Katz, naja, könnt ihr alleine erledigen, klaro? Oh, ich gehe jetzt meine Schergen versammeln. Oh, und dann wird erstmal meine schöne Festung wieder aufgebaut. Ha, und dazu gehört... Was? Gehörst du jetzt auch, Mario? Also, als mein offizieller Scherge hast du gefälligst, bei den Reparaturen mitzuhelfen, kapiert? Bitte was? Aber Bowser, ha, du scheinst nicht ganz zu verstehen, was hier alles auf dem Spiel steht. Ha, Spiel? Sprich nicht in Rätseln, Holzgestell. Ah, denk doch, Bowser, das Riesenschwert verbindet zwei Welten miteinander, diese hier und unsere. Auch wenn wir Exor besiegt haben, es werden ganz gewiss weitere Lakaien Schmiedrichs erscheinen. Ah, und weißt du auch wo? Genau, mitten in deiner Festung, dort wo das Riesenschwert steckt. Ah, sag, freust du dich da drauf? Puh, also ich... Ah, tausende Störenfriede in meiner Festung? Nie wieder meine Ruhe haben? Nie wieder Privatsphäre? Oh, das ist ja grauenhaft. Einfach furchtbar. Oh, ob ich nicht lieber doch... Ah, pa, kommt nicht in Frage. Einfach, ja, diesen Mickerlingen hinterherlaufen? Ah, was würden die Leute sagen? Oh, ich hab's. Ha, Schergen, hört schon her. Keiner kränkt den großen Bowser, ohne einen Denkzettel verpasst zu kriegen. Ha, und Schmiedrich, der hat mich gekränkt, jawohl. Kränker geht's überhaupt nicht. Ah, und ja, darum los, Mario, vorwärts im Sauseschritt. Diesem Schmiedrich polieren wir das Blech, im Namen des großen Bowser. Und so schnell haben wir Bowser überzeugt. Ha, hab ich's.
Hat's mir abgekauft, der Blödmann. Ha, na, okay. In jedem Fall ziehen wir wohl alle am selben Strang. Dann lasst uns mal los. Wo geht's hier hin? Kommen wir hier wieder zurück? Bowsers Festung ist jetzt freigeschaltet. Sehr nice. Okay. Und hier können wir jetzt durchs Tor zurückgehen. Okay, dann geht's jetzt ins Tor und dann gehen wir mal auf die Suche nach Schmiedrich.